Mahlzeit Leute, herzlich willkommen zurück zu Last Train Home und hier seht ihr unsere Helden. Jaromir Sbirig, Antonin Krupalla und David Kona. Die drei haben hier ein altes verlassenes Sägewerk entdeckt und haben uns 500 Holz beschert. Und damit können wir jetzt unsere Waggons ausbauen. Aufs Maximum, was die Kapazität hier für die Wohnbereiche anbelangt. Und dann können wir auch direkt mit starten. Denn das Schöne ist, die müssen die 500 nicht erst wirklich hertragen, sondern die sind sofort vorhanden. Und das machen wir jetzt auch direkt. Warte mal, wo ist er? Ganz hinten, ne? Hier, zusätzliche Wohnbereiche, 100, 100, starten. Und jetzt haben wir hier haben wir jetzt Zeit. Reicht's, wenn wir... Komm, machst mal du. Machen wir zwei Mann rein, hä? Ja. Wir beiden. So. Und dann, ja, dann lasst uns aber, wenn wir jetzt schon mal hier sind, lasst uns doch gleich mal schauen. Wir haben auch jede Menge Metall. Was für Ausbauten könnten wir noch machen? Verbesserter Rauchfang. Erhöht die Ofeneffizienz, verbraucht nur 2 Treibstoff, kostet Metall 35. Ja. Hier brauchen wir auch nochmal Holz für die Abdichtungen und Stoff. Okay, aber dann ist, das ist doch, denke ich, das, was wir machen hier. Was haben wir hier noch? Erhöht Haltbarkeitsreparaturgeschwindigkeit, verringert erlittenen Schaden am Waggon und Soldaten darin. Mhm. Ja, aber ich denke, das ist der richtige, den Rauchfang, den machen wir mal. 35 Metall, das ist nichts allzu Großes. Oder nichts allzu Teures. Und... was machst mal du und du? Und dasselbe machen wir hier noch. Finden sich noch zwei Arbeiter? Ja, hier, guck mal, sie kann. Und er kann. Wunderbar. An der Lokomotive geht da noch was. Robustere Wärmerohre. Schadensrisiko bei Verbrennung von Treibstoff verringert sich um 20%. Das ist allerdings teuer. 125 Metall. Verbesserung der Transportleistung. Steigert die Lokstärke um einen Wagen. Okay, das ist aktuell noch kein Thema für uns. Wir haben, wie viel Waggons haben wir denn? 5, glaube ich, ne? Und ziehen kann sie, wie viel kann sie ziehen? 6 oder 7? Wollen wir das irgendwo stehen? 1, 2, 3. Also wir haben 5 Waggons. Wo steht denn, wie viel sie ziehen kann? Der Großvater. Mensch. Ich dachte, ich glaube, es waren 7. Bin mir nicht sicher. Also wir haben auf jeden Fall hier noch, oder hätten hier noch Luft. Von daher, Sicherheitsvorkehrungen haben wir. Hochgezogene Wände bringen einfach nur Inventar. Weiteres Inventar. Das ist kein Problem. 30% Haltbarkeitsreparatur. Das könnten wir mal machen, ne? Oder das Schaden. Ah, das ist teuer. Verringert das Risiko einer Lokfehlfunktion. Kostet auch nochmal 100 Metall. Wow. Ja, also jetzt, die nächste knappe Ressource wird jetzt wahrscheinlich Metall werden. Jetzt haben wir zu viel Holz, oder? Nee, stimmt nicht. Haben wir nicht. Wir müssen ja noch diese Isolierungsgeschichte machen bei allen Wohnwaggons. Komm, dann kriegt er das hier noch reingedrückt. Für gerade mal 15, das ist okay. Gut. So, wir lassen laufen.
Jetzt ist Drop 2 gleich angekommen und dann setzen wir uns in Bewegung und fahren Richtung Gogoli, oder? Beziehungsweise, was ich gar nicht weiß, arbeiten die hier eigentlich nur, wenn... Ja, natürlich arbeiten sie nur, wenn sie stehen. Ja, dann bleiben wir stehen und machen diese Reparaturarbeiten erst zu Ende. Ist auch in Ordnung. Was ist hier? Ruht er sich jetzt aus? Ja. Okay, der ruht sich jetzt aus und heilt damit wieder. Hat aber auch eine Beförderung verdient, ne? Die hätten wir jetzt direkt hier noch machen können. Hier ist er, Martin Wallasek. Er ist Gewehrschütze und Arbeiter. Ich denke... Fitness. Willenskraft. Ja, wir geben ihm mal Fitness. So. Oh, sind die noch gar nicht... Ach, ich hab den hier noch gar nicht den Befehl gegeben, heimzukehren. Na gut. Ist nicht schlimm. Der Rest ist ja eh noch unterwegs. Und jetzt sind wir hier oben gleich angekommen. Mal schauen, was hier geht. Wahrscheinlich wieder nur irgendwelcher Handel. Ja, Munition hat er ohne Ende. Und Geld hat er ohne Ende. wir könnten ihm jetzt noch was verkaufen. Ja, guck mal, der hätte jetzt hier sogar noch mal ein bisschen mehr bezahlt für den Stoff als der letzte. Hä? Mal, wieso? Ach, 10 plus 10. Von Soldaten im Trupp verwendet 10, frei zur Benutzung 10. Okay, weil da irgendwelche Sanitäter da gleich mal mitgenommen haben. Wie viele haben wir denn? Handfeuer, Waffen, Munition? Haben wir quasi 420 in Summe. Gewehrmunition. Vom Trupp verwendet 520. Frei zur Benutzung 1127. Und Maschinengewehrmunition. Immerhin leer. Er hat 200.000 Schuss. Bist du des Wahnsinns? 20.000 Schuss, sorry. 280.000 würde der Kram kosten. Machen wir nicht. Ich finde hier nichts, was ich eben verkaufen möchte. Wir marschieren wieder nach Hause. Ich hab's befürchtet, dass wir da oben nichts finden, aber naja. Ich war auch neugierig. Wer weiß, vielleicht hätte ja auch irgendein Ereignis oder sonst irgendwas kommen können. Hier haben wir einen Koch auf Stufe 4. Und jetzt sind die Waggonverbesserungen durch. Allerdings noch nicht alle. Was ist denn hier? Hä? Was ist denn hier? Wieso ist das noch nicht ab? Warte mal, hä? Verstehe nicht. Wieso ist hier noch... Verbessertes Fahrgestell abgeschlossen. Warum ist hier noch ein... es war nur eine falsche Anzeige. Okay, es ist weg. Es ist weg. Die zusätzlichen Wohnbereiche sind auch gleich gebaut. Okay, damit ist am Zug alles erledigt. Und dann könnten wir uns eigentlich jetzt auch wieder in Bewegung setzen. Und die Trupps eben entsprechend weiter vorne aufgabeln. Beziehungsweise wir halten hier mal an. Dass der Einser-Trupp einsteigen kann.
Jetzt fahren wir weiter. Und sind gleich in Gogoli. Und hätten dort, wie gesagt, 5 Plätze frei. Hier unten sehen wir es. So, als die Legionäre aus dem Zug traten, entdeckte ein kleines Mädchen sie und rannte sofort winkend auf sie zu. Ein paar Soldaten winkten zurück. Ihr seid Legionäre, oder? Ihr müsst mit mir kommen. Woher weißt du, dass wir Legionäre sind? Mein Vater würde sagen, die kackefarbenen Uniformen sind nicht zu übersehen, aber ich weiß es, weil ich sie in den letzten Tagen so oft gesehen habe. So oft? 3 Männer in so einer Uniform sitzen trinkend auf dem Hauptplatz und belästigen die Leute. Selbst nachts machen sie Lärm. Okay, die Legionäre zweifelten an ihrer Geschichte. Eigene Leute, die sich so verhielten, unvorstellbar. Also, ganz ehrlich, so langsam wird dieses Überzeichnete von denen, dieses Glorifizierende doch ein bisschen zu arg, ne? Also, jetzt wird hier selbst angezweifelt, weil natürlich ein tschechischer Legionär würde niemals trinken und nachts noch rumbrüllen oder wie. Das ist jetzt echt ein bisschen lächerlich. Gleichwohl folgte der Trupp dem kleinen Mädchen ins Dorf, um sich selbst zu überzeugen. Auf dem Dorfplatz hörten sie betrunkenen Gesang, der sie an ein nationalistisches Lied erinnerte. Unter der Statue eines Unbekannten auf dem Dorfplatz saßen 3 zerzauste Männer. Jeder hatte eine Flasche in der Hand. Als sie ihre Kameraden sahen, jubelten sie voller Freude und riefen den Soldaten etwas zu. Betrunkener. Legionärskameraden, seid ihr mit dem Zug gekommen? Um Gottes Willen, bitte sagt uns, dass ihr mit dem Zug gekommen seid und euch nicht wie wir hierher verirrt habt. Die Situation wurde beeinflusst, weil Magdalena humorvoll ist. Habt ihr euch verlaufen und dann zu viel getrunken oder habt ihr euch verlaufen, weil ihr zu viel getrunken habt? Schöne Frage. Die 3 redeten durcheinander, sodass deine Soldaten kaum etwas verstehen konnten. Einige der Soldaten waren darüber amüsiert, andere hingegen wütend. Zweifelsfrei gehörten sie zu euch, allerdings verhielten sie sich wie Störenfriede, nicht wie Legionäre. Also ganz ehrlich, wenn ich im tiefsten Russland sitzen würde und hätte keinen Zug mehr und keine, was bleibt einem dann da noch anderes übrig, als zum Wodka zu greifen? Wir sollten sie mitnehmen, sie gehören zu uns, nur das zählt, wir lassen niemanden zurück. So, was sagt Camilla? Kommt schon, sie sind Legionäre wie wir, ihr habt euch alle schon betrunken gesehen, nur hattet ihr kein Dorf, dem ihr auf die Nerven gehen konntet, seid nicht so hart zu ihnen. Das war eine Entscheidung des Herzens, nicht des Verstandes. Doch deinen Soldaten ist es wichtig, niemanden zurückzulassen, auch wenn manche es vielleicht nicht so bedingungslos akzeptieren wie andere. Okay, da sind sie. 3 neue. Ein Gewehrschütze und Arbeiter, Roman Sebecek, Martin Panacek, Grenadier-Lokführer und Peter Kohler, Kundschafter und Arzt. Sie bringen auch entsprechend ihre Waffen mit. Okay. Okay, das stand jetzt zum Beispiel bei dem Arzt überhaupt nicht dabei, ne? Der kam ohne Waffen. Oder ohne Waffe. Oder habe ich das damals überlesen? Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, der kam ohne Bewaffnung. Und die bringen jetzt sogar noch 2 Granaten mit. Auch ganz nett. So, damit ist das abgehandelt. Und jetzt haben wir noch eine einzige Stelle, glaube ich, ne? Wo ist es? Oder war es das schon? Nee. Kann nicht sein, oder? Haben wir schon 3 Stellen durch? Geht's jetzt nur noch nach Jekaterinburg? Moment. Ja. Tatsächlich. Gogoli war alle Mann an Bord 3. Ja, dann haben wir es. Dann haben wir es. Gibt es hier was in Gogoli? Da gibt es einen Händler. Schauen wir uns mal an. Ja,
mit irgendwelchem Zusatzgedöns hier. Handfeuerwaffe Stufe 1, Handfeuerwaffe Stufe 2. Also das sind die Kundschaftergewehre. Da haben wir drei normale. Also was heißt normale? Drei auf Stufe 1, eins auf Stufe 2 und eins auf Stufe 3. Das heißt, wir haben fünf Scharfschützengewehre für fünf Kundschafter. Da wäre tatsächlich zu überlegen, ob wir da nicht ein, zwei, wenn nicht sogar drei von den Gewehren verkaufen. Wenn es uns dann am Ende wirklich für einen weiteren Waggon reichen könnte, würde, macht es vielleicht Sinn. Ne? Hier übrigens sehen wir es. Wir könnten noch sieben, also noch zwei Waggons anhängen. Sieben könnte die Lok ziehen und dann können wir sie noch aufstocken auf 8. Gut. Ich bin mal echt so frech und verkaufe hier ein Erste-Hilfe-Set. Wir brauchen das aktuell nicht. Wir heilen letztendlich über Zeit. Zwar langsam, aber wir heilen. Das heißt, diese plus 50 für eine Sofortheilung, in Anführungszeichen, ist wirklich nur für absolute Notfälle, wenn ich jemanden mit einer Spezialrolle bräuchte, der aktuell nicht frei ist. Und da brauche ich keine 6 Stück davon. Aufputschmittel verkaufen, warum? Wir knacken mal die 10.000 jetzt. Lasst es mich tun. So, 10.000 sind voll. Wir warten hier jetzt noch, bis die Jungs vom dritten Trupp da sind. Hier gibt es nochmal die Möglichkeit auf Nahrung. Wir haben momentan Nahrung für 3,8 Tage. Ich habe es jetzt nicht mehr genau im Kopf, was es in der letzten Staffel war, aber ich hatte das Gefühl, dass das gestiegen ist. Ne? Wir waren, glaube ich, irgendwie waren wir am Anfang bei 2,9, 2, irgendwas. So, angekommen. Jetzt kann es weitergehen. Wir haben drei Beförderungen. Achso, das sind die drei neuen. Die wollen wir jetzt hier einfach mal sehen. Oh, was haben die denn eigentlich? Oh, ein Jäger und ein Überlebenskünstler. Sehr, sehr cool. Also die... Das hilft uns natürlich wirklich weiter. Tollpatschig. Impulsiv. Der hilft uns jetzt nicht so weiter. Aber der Roman Sibetschek war gut. Und dann haben wir noch Peter Kohler. Charismatisch, talentiert, ja, und fürsorglich. Auch nicht so schlecht. Gut, fahren wir weiter. Und zwar bis hierhin. Wie sieht es denn hierbei erschüttert aus? Dauert noch 8 Stunden, bis das weggeht. Wir haben müde Soldaten. Ja, aber das wird sich ja auch mit der Zeit erledigen. Wir haben deprimiert. Ja, die Moral ist allerdings auch schon wieder bei 20. Das kriegen wir auch hin. Und die Verwundung, das kommt alles mit der Zeit. So, wir stoppen hier und bräuchten am See Jäger, Überlebenskünstler, Kräuterkundig. Wir wählen den Trupp mal aus. Überlebenskünstler, Kräuterkundig haben wir hier schon dabei. Wir bearbeiten den Trupp mal. Er ist der Kräuterkundler. Er ist aber müde. Dann gehen wir raus. Wir kriegen da noch was anderes hin. Ne? Da ist ein anderer Kräuterkundiger, aber das ist der... Der deprimiert... Hier! Überlebenskünstler und Jäger. Achso,
Mehrere Lebenskünstler haben wir. Kräuterkundig will ich eigentlich noch. Aber den können wir auch mit reinnehmen. Why not? Kräuter, Kräuter, Kräuter. Haben wir echt nur den hier? Haben wir nicht noch einen Kräuterkundigen? Ach, wir nehmen den mit. 20 Moral. Der Rest ist ja, der ist ja gesund und er hat Ausdauer. Vielleicht passiert ihm ja irgendwas Schönes und er bekommt wieder ein bisschen Moral. Also, Angeln hebt ja die Moral, oder? Das können mir doch die Angler mit Sicherheit bestätigen unter euch. So, und dann haben wir hier noch einen Händler. Mit, ja, da reicht uns dann eigentlich der Trupp hier. Allerdings werden wir auch hier kurz überarbeiten. Ah, das ist der... Ein Habgieriger mehr. Der muss mit, der Alfred. Auch wenn er müde ist, aber der Alfred muss mit. Das wird schon. Und hier haben wir sogar eine Hauswirtschafterin. Die nehmen wir auch noch mit. So. Einmal links, einmal rechts. Trupp 1 ist 10 Minuten schneller beim See. Na, warte mal, ich habe jetzt... Eigentlich, wenn es solange man Ressourcen hat, kann man sie eigentlich ja auch einsetzen, oder? Ich meine, ich brauche es nicht sparen. Wir können die Zeit ja immer effektiv nutzen und hier irgendwas machen. Metallbeschichtung. Verringert erlittenen Schaden am Waggon und an Soldaten um 50%. Oh, Frantisek dringt wieder ein hier. Metall. Ja, komm. Wir verbessern sie hier. Das darfst mal... Nee, du bist verwundet. Was machst du und du? Wie viel Metall haben wir denn jetzt noch? Immer noch 300. Infanteriewagen. Hier vorne ist alles durch. Hier kommt, fehlt jetzt nur noch die nächste Beschichtungsstufe. Ich meine, könnten wir auch rein theoretisch schon einmal machen. Why not eigentlich? Ach. Gut. Können wir im Lager wagen? Was ist denn... Na gut, aber Lager... Wir haben Platz. Hatten wir jetzt keine Probleme, oder? Wo konnte ich denn nochmal die Lagergeschichte sehen? Zuginventar. 13.000 von 16.000. Ja, gut. Vielleicht. Was kann man am Küchenwagen machen? Stimmt. Was geht denn da? Oh. Ah, da brauchen wir auch nochmal Holz. Stimmt. Stimmt, stimmt, stimmt. Also nochmal ganz kurz. Diese Verbesserung hier jetzt wäre nochmal 100. Also wenn wir das in jedem Infanteriewagen machen, hätten wir nochmal 150 Holz. Dann hätten wir aber ja, trotzdem noch knapp 300. Also könnte man durchaus auch jetzt am Küchenwagen was machen. Wir werden den verbesserten Rauchfang hier mal noch machen. Hm.
Ja, und dann schauen wir uns mal an, was hier geht. Ofen. Ofen installieren, um den. Halt. Und was? Fügt zusätzlichen Tätigkeitsbereich für Koch hinzu. Für neue Rezepte kochen oder erforschen. Das ist schon cool. Das sollten wir machen für 100. Die 100 Holz, die geben wir aus. Für den Schnellschneidetisch. Klingt gut, oder? Du. Du. Passt. So. Wunderbar. Also wieder ein bisschen was rausgehauen, ein bisschen was ausgegeben. Und unser Trupp ist da und kann 2 Stunden versuchen, Fische zu fangen. Sehr gut. Wo Wasser auf Wein trifft. Das klingt schon mal ganz gut. Deine Soldaten stolpern vor dem Ende ihrer Reise über eine merkwürdige Situation. Am Ufer des eisigen Flusses findet einer von ihnen einen Haufen Uniform, Stiefel und Gürtel. Bei genauerer Untersuchung finden die Soldaten heraus, dass die Utensilien rangniederen Soldaten der Roten Armee gehören. Baden die hier gerade? Wahrscheinlich, ne? Und sind betrunken, dem Text nach. Sie suchen die Umgebung weiter ab und entdecken auch Gewehre, Messer und Proviant, die nur wenige Schritte von den Uniformen entfernt, versteckt im Gras neben dem Fluss liegen. Alfred Kraus. Psst, könnt ihr das hören? Die Geräusche von Badenden, die fröhlich im Wasser planschen und dabei vor Kälte nach Luft schnappen, waren undeutlich zu hören. Wir bleiben. Also, das ist eine Chance, oder? Waffen, Munition, Nahrung. Wir untersuchen das Ganze. Die Situation wurde beeinflusst, weil er unterhaltsam ist. Okay. Bartholomä Kwapilek. Bevor der Trupp eine Entscheidung fällt, wirft Bartholomä ihre Uniformen aus Jux und Tollerei ins Wasser. Die Roten bemerken es und anstatt ihrer Kleidung nachzuschwimmen, sind sie beim Anblick der kleiderwerfenden Drangsalierer wie gelähmt. Das war natürlich nicht so clever, Bartholomä. Die Anspannung ist verflogen, als Bartholomä ohne jegliche Häme zu lachen beginnt. Er mag unerwartet erscheinen. Es mag unerwartet erscheinen, aber deine Soldaten helfen den Roten beim Einsammeln ihrer Kleidung und entzünden ein Feuer, um sie zu trocknen. Kein Blut wird an diesem Tag vergossen, nur Wein, den die Roten dankbar mit deinen Soldaten teilen. Okay, auch eine interessante Entwicklung. Da hätte ich jetzt ehrlich gesagt was komplett anderes erwartet. Aber das hat die Moral von Alfred hier gehoben. Ja, weil er kommunistisch ist, ne? Oder wie? Na gut. Fortfahren. Aber sind wir schon dort? Ja, wir sind schon dort beim Händler. Ach so, natürlich war ja hier, die können wir ja zurückrufen, ne? Den können wir ja zurückrufen. Den verkaufen wir nix. Also. Heimwärts geht's. Hier wird einfach noch geangelt. Lass mal etwas schneller laufen jetzt. So, der eine Trupp ist wieder angekommen. Wir sehen, die Arbeiten laufen hier mehr oder weniger gleich durch. Und jetzt bin ich gespannt. Jetzt haben wir hier einen Arbeitsplatz, einen neuen für einen Koch. Im Übrigen sehe ich gerade, wir haben keinen Nachtkoch angestellt, ne? Er könnte, aber er verbessert, was? Verbessert den Küchenwagen? Ist doch fertig. Warte mal, müssen wir mal wieder kurz laufen lassen, oder? Arbeiter Level 2 verbessert Küchenwagen. Macht er ja nicht. Ist er fertig? Aktueller Auftrag verbessert Küchenwagen. Am Küchenwagen wird doch gar nicht mehr gearbeitet. Wird nirgends mehr gearbeitet. Hier wird gearbeitet. Ach so.
Die sind da noch zugewiesen, die bleiben da jetzt noch eine Schicht lang zugewiesen, oder wie? Sehe ich das richtig? Auch wenn nichts gemacht wird. Das heißt, man kann die so rausnehmen. Das ist ein bisschen komisch, ne? Dass sie nicht sofort wieder, dass die nicht sofort wieder sich quasi hinlegen oder was anderes machen, wenn, wenn die Arbeit abgeschlossen ist. Denn jetzt können wir. Nee. Und doch, Grundaktivität, da sind wir. So, jetzt geht's. Da ist er. Entweder wir. Aber das will ich ja eigentlich gar nicht, ne? Weil wir haben hier. Oh. Wie funktioniert jetzt das? Herstellen, Kochforschung. Also wir stellen ja momentan Suppe her. Die Suppe sorgt einfach nur dafür, erhöht die Nahrung. Zehn Nahrung, 20 Kräuter zu 20 Nahrung. Apfelkuchen. Das sind Verbrauchsgegenstände, die man herstellen könnte. Was kosten die? Drei Nahrung und einmal Kräuter ist ein Apfelkuchen. Na gut, die Frage ist, selbst wenn ich es nicht einsetze, ne, ist das vielleicht natürlich aber auch eine Möglichkeit, um Geld zu bekommen. Denn drei Nahrung haben einen Wert von 60. Kräuter, das heißt, das hat einen Wert von 70, was wir hier reinstecken. Und den Apfelkuchen könnte ich für 91 verkaufen. Das ist eine, ja, ist nicht viel, ne? Fünfmal Kräuter 50, Kaffee 62. Naja, also gut, so, um damit wirklich Geld zu verdienen, ist es auch nicht wirklich gedacht, vermutlich. Wie sieht es mit Kochforschung aus? Gulasch. Neues Herstellungsrezept kann ausgewählten Soldaten im Zug gegeben werden, steigert Moral und beseitigt Hunger. Zehn Nahrung, 50 Kräuter, gegrillter Fisch. Was ist jetzt dann der Unterschied? Ach, was? Plus drei Intelligenz? Gemüsesalat. Gemüsesalat. Steil. Geschicklichkeit plus 3. Fitness plus 3. Rührei. Also, ich weiß nicht. Es haut mich jetzt irgendwie nicht vom Hocker. Für irgendwelche Moralboosts oder für irgendwelche Eigenschaften-Boosts 10 Nahrung und 50 Kräuter auszugeben. Oder verstehe ich das hier irgendwie falsch? Ist das hier unten, ist das etwas Einmaliges? Gebe ich das einmal aus, um das Rezept herzustellen und das dauert dann 12 Stunden und dann kann ich das regelmäßig ausgeben oder wie? Aber. Puh, das müsste ich, glaube ich, mal ausprobieren. Oder ihr schreibt es mir in die Kommentare. Das ist mir jetzt irgendwie ein bisschen zu schwammig, die Informationen. Also ich würde das jetzt auf jeden Fall erstmal so deuten, dass diese Kosten, die werden einmalig fällig, jetzt beim Erforschen quasi. 10,50. 50 Kräuter, das ist ein Wort, ne? Das hat halt einen Wert von 500. Und das hat einen Wert von 200. Also das kostet uns quasi 700 Geldeinheiten, wenn man das jetzt mal einfach so umrechnet. Und das kosten sie alle. Also das ist. Ich mache hier mal nichts, das ist mir jetzt zu heiß. Die Frage ist, ob wir den zweiten Arzt entweder hier arbeiten lassen, um Apfelkuchen herzustellen, oder ob wir ihn hier einteilen in die Nachtschicht, um damit Tag und Nacht Suppe herzustellen. Und das erhöht unser Nahrungsmittel. Natürlich auf Kosten der Kräuter, das ist klar. Aber ja, das ist nach wie vor in Ordnung, denke ich.
Weil wir haben ein, es gibt momentan, zumindest für uns, gibt es keinen anderen Einsatz von Kräutern außer den hier, ne? Ich denke, wir machen den mal hier rein und die Geschichte jetzt mit dem, mit irgend so einer Gulasch oder irgend sowas anderem, das muss ich mir mal irgendwie genauer anschauen. Vielleicht finde ich was im Netz dazu, vielleicht schreibt ihr mir was in die Kommentare, wobei eure Kommentare ich erst gegen Ende der Staffel lesen werde. Von daher, schauen wir mal. Ich versuche mich vielleicht mal schlau zu machen diesbezüglich. Okay, das war's dann aber auch schon wieder für heute. Wir haben noch zwei freie Plätzchen im Zug, haben aber auf dem Weg bis nach Jekaterinburg eigentlich jetzt nichts mehr zum Einsammeln. Damit sind wir durch. Das heißt, sobald wir jetzt hier fertig sind mit Angeln und der Trupp wieder zu Hause ist, geht unsere Reise weiter. Was haben wir denn hier für einen? Hier gibt es einen Arzt, hier können wir die Zugzusammenstellung ändern, potenzielle Belohnung und so weiter. Naja, wir gucken mal. Wir haben eigentlich niemand jetzt so schlimm verletzt, dass er heilen, zwingend geheilt werden muss. Hier gibt es nochmal Nahrung und Kräuter im Wald. Hier gibt es, das ist nochmal ein Dörfchen, wo wir alles Mögliche bekommen können. Hier gibt es auch nochmal Holz, hier oben gibt es Kräuter. Ja, es gibt noch ein bisschen was bis nach Jekaterinburg, aber ich bin guter Dinge, dass wir Jekaterinburg in dieser Staffel hier erreichen. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin, Leute, haut rein. Tschö, tschö.